Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémythos. Müsste jetzt Folge 4 schon sein und find's cool, es kommt auch relativ gut bei euch an. Ein paar sind verwundert, wo ich die Sachen herbekomme. Wir sind im Internet, es ist Google. Ich gucke einfach bei Google nach verschiedenen Theorien, die es gibt. Also ich denke mir jetzt nicht unbedingt welche aus, wobei das mit Glurak hat sich halt zum Beispiel jeder schon gefragt. Aber prinzipiell einfach ein bisschen googeln. Und ich will sie quasi für euch in die Videoform packen, dann erspare ich euch Google-Zeit und ich habe meinen Spaß beim Videos erstellen. Jedenfalls der heutige Mythos ist ein ziemlich bekannter. Der wurde auch vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ob ich das Kommentar jetzt einblende oder nicht. War ein ziemlich langes Kommentar, aber Gruß an dich, Mike. Und zwar geht es darum, dass die legendären Hunde, also Raikou, Entei und Suicune oder Suicune, ich weiß nicht, wie man es den Namen ausspricht. Hätten sie sich auch mal einen leichteren Namen ausdenken können. Ob die quasi die Wiedergeburten der drei Evoli, wo Evoli-Evolutionen waren, also ich sage jetzt einfach die Evoli-Entwicklungen, Blitzer, Flamara und Aquana. Und für diejenigen, die Story nicht kennen, es gibt in Johto, das ist die zweite Region, eine Stadt, die heißt Teak City. Und in Teak City steht der Pokémon-Turm, der in den Spielen niedergebrannt ist. Hintergrundgeschichte, die Menschen damals in Teak City haben Ho-Oh gehuldigt und dadurch den Turm erstellt. Also den Turm haben sie gebaut. Der ist allerdings niedergebrannt. Und danach haben sie einen neuen Turm wieder für Ho-Oh aufgebaut. Und der Mythos besagt, dass, und nochmal, was man wissen muss, Ho-Oh, kennt ihr sicher, ich blende es mal auch kurz ein, ist ein legendäres Pokémon und ist quasi der Beschützer der Menschen da in Teak City. Und nachdem der Turm ist niedergebrannt, der Blitz hat eingeschlagen und die Theorie besagt, dass jetzt bei dem Unfall quasi, bei dem Einschlag von Blitz und dadurch, dass der Turm dann niedergebrannt ist, die drei Evoli-Entwicklungen Aquana, Flamara und Blitzer ums Leben gekommen sind. Und dass Ho-Oh quasi die Pokémon wiederbelebt hat, ihnen neue Körper gegeben hat, sie stärker gemacht hat und dadurch dann Raikou, Entei und Suicune geboren wurden. Prinzipiell, was man so auch mal sagen kann, ich persönlich finde den Mythos, ich finde ihn interessant und ich finde sogar, da könnte sogar ein Fünkchen Wahrheit dran sein. Ihr müsst euch einfach vorstellen, in Teak City vor allem, es gibt auch kleinere Hinweise, die darauf schließen. Teak City gibt es noch so ein Tanzhaus einfach, wo man gegen 5 Kimono Girls kämpfen kann. Kimono Girls, Kimono Mädchen. Und jede hat eine Evoli-Entwicklung, die bis dahin geht. Also die haben quasi die ersten 5, das heißt von Aquana, Flamara, Blitzer, Psyana und Nachtara. Das heißt, die Evoli-Entwicklungen sind in Teak City eigentlich auch ziemlich beliebt. Es kann natürlich auch sein, dass es gibt noch eine Abweichung der Theorie, dass die drei Pokémon, die in Pokémon-Turm dann verbrannt sind, Evolis waren. Und dass quasi die drei Elemente dann auf die Pokémon angewandt wurden, weil, was viele nicht wussten, Raikou steht für den Blitz, der den Turm eingeschlagen hat, Entei steht fürs Feuer und Suicune steht fürs Wasser. Noch ein kleiner Hintergrundinfo, und zwar, jetzt geht es ein bisschen um Pokémon-Fähigkeiten, also was es auch noch ein bisschen bestätigen soll. Pokémon-Fähigkeiten. Blitzer hat die Pokémon, also hat die Fähigkeit Voltabsorber. Entei hat als, nee, nicht Entei, Flamara hat die Fähigkeit Flashfire, warte mal, wie hieß die nochmal im Deutschen, Feuerfänger. Und Aquana hat H2O-Absorber. Die drei Hunde oder Katzen, aber es sind glaube ich eher, wobei ich weiß, dass Suicune nach einem Geparden gemacht ist. Jedenfalls die drei legendären Hunde, haben eigentlich alle Erzwinger. Allerdings, auch wenn es nicht möglich ist, von manchen von denen bisher eine versteckte Fähigkeit zu kommen, die versteckten Fähigkeiten von Raikou, Entei und Suicune sind Voltabsorber, Feuerfänger und H2O-Absorber, was genau die normalen Fähigkeiten der Evoli-Entwicklung entspricht. Das heißt, Flamara, Blitzer und Aquana waren im Pokémon-Turm, als er vom Blitz getroffen wurde und niedergebrannt ist, sind dabei ums Leben gekommen. Ho-Oh hat danach hat die drei Pokémon wiederbelebt, weil es waren quasi Dino, und hat die stärker gemacht, was dann auch, ich müsste jetzt mal geschwind nachgucken, das werde ich auch machen, und zwar die drei Evoli-Entwicklungen müssten, glaube ich, einen Base, ich hätte mir das Woche angucken sollen, aber ich mache es einfach jetzt schwind, haben einen, glaube ich, Base zusammen, Dings zusammen, also eine Gesamtquote bei den Base-Werten von 525, wenn ich mich nicht täusche. Ich kann kurz schon mal nachgucken. Ja, okay, da müsste ich jetzt rechnen, aber müsste, glaube ich, passen. Das heißt 525 in den Base-Werten.
Und die legendären Hunde haben jeweils 600 in den Basewerten. Das heißt, die drei Pokémon sind gestorben, wurden von Ho wiederbelebt und wurden auch noch stärker gemacht. Und wie gesagt, entsprechend auch jeweils mit einem Blitz, einem Feuer und einem Wasser repräsentieren dann quasi auch die Reihenfolge der Ereignisse im Pokémon-Turm. Ich persönlich finde die Theorie ziemlich cool. Es gibt wie gesagt ein paar kleine Hinweise, gerade mit den Wesen oder mit den Fähigkeiten von den Pokémon und dadurch, dass die Evoli-Entwicklungen auch ziemlich beliebt in Tick City sind. Deswegen, mich würde es jetzt einfach mal interessieren, was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, die Theorie könnte wahr sein? Und wenn ihr noch eine Theorie haben wollt, wurde auch vorgeschlagen, die Koma-Theorie, aber ich finde, die ist von so vielen YouTubern auch schon durchgenommen worden. Da weiß nicht, ob ich da meinen Senf noch dazugeben soll. Vielleicht mache ich es ja irgendwann noch. Wenn ihr den Vorschlag habt, was für einen Mythos oder was für eine Theorie ich mal ein bisschen unter die Lupe nehmen soll, ich bin ja auch gerne dafür zu haben, dann mal irgendwelche Mythen zu zerstören. Da habe ich schon eine Idee fürs nächste Mal und ich hoffe mal, dass das auch dann gut ankommt. Jedenfalls, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video gucken. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf eure Kommentare oder eure Vorschläge für nächste Mythen und für die Theorien. Und deswegen sage ich, haut rein, Leute, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.